Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Staffelfinale, zwei Folgen von ECW 2K24. Ja, wir sind am Ende von der aktuellen Serie angekommen. Wir haben unseren großen Pay-Per-View. Hier finden alle Fäden ihr Ende. Jeder Titel steht am Spiel. Schauen wir, was heute so passiert. Im Opener trifft der Kid Cash auf Eddie Guerrero in einem Loser Leaves Town Match. Also wer das Ganze verliert, ist erstmal raus von unserer kleinen Serie. Danach haben wir Chris Jericho gegen Masato Tanaka in einem Sarg-Match. Der Tag Team-Titel, schwer zu erwarten, steht auf dem Spiel. Die Eliminators gegen die Public Enemy haben ja, hat sich schon angekündigt. Auch nochmal, gibt es nochmal ein Rückmatch zwischen den Sandman und dem amtierenden Television Champion Rhino. Wir haben ein FTW Rules Match zwischen Jerry Lynn und Sabu. Die Damen Championship steht auf dem Spiel. Lita verteidigt ihren Titel hier gegen Luna Vachon und Dawn Marie. Und im großen Hauptkampf haben wir dann unser Hell in a Cell Match um den ECW World Champion Title. Rob Van Dam, der seinen Titel gegen Mike Awesome aufs Spiel setzen. Es ist eine Fehde, die sich seit langer Zeit jetzt schon zieht, findet jetzt heute ein Ende. Viel Spaß, los geht's. Einzug habe ich hier wieder deaktiviert, von dem her fangen wir an mit unserem Rivalitätsmatch zwischen Kid Cash und Eddie Guerrero. Ich sage Loser Leaves Town Match. Ich spiele mal mit Kid Cash. Mal gucken, wer dann am Schluss auch die Shows verlassen muss. Okay, Einzug habe ich eigentlich ausgemacht, aber gut. Können wir schnell überspringen hier. Ganz normales 1 gegen 1 Match, also keine Sonderregeln, Disqualifikation, alles ist an. Eddie liegt hier los wie die Feuerwehr, ich kann gerade überhaupt nichts machen. Kann überhaupt nicht wehren. Jetzt ist was zur Seite gerollt und schöner Head Scissor. Jetzt mal ausgewichen. Und die ersten offensiven Aktionen jetzt hier von Kid Cash überhaupt. Und hier auf die Beine. Schon wieder Suplex. Schmeißt Eddie Guerrero erstmal aus dem Ring raus. Und fliegt mit einem Somersault hinterher. Er fängt auch das Zählen an. Und wie gesagt, hier auch auszählen ist ganz normal. Ich bin mir echt sicher, dass diese Fehde hier ein Ende im Ring finden muss. Schau, Ansatz. Oh, Powerbomb war gekontert von Eddie Guerrero. Der Whip-In. Auch hier kann er aber Kid Cash kontern. Der Hurricanrana. The Gory Special soll hier kommen. Nein, dann ist da der Powerbomb. Kid Cash auch schnell raus. Eddie Guerrero macht jetzt das Ringpolster aus der Ecke weg. Wir haben Dropkick geflogen. Sollte der Frog Splash folgen. Da kommt aber Kid Cash noch vorher wieder raus. Auch nur den Dropkick ab. Konter hier mit einem Enzugiri. Ja, Trench. Ah, auch wieder ausgewichen. Das ist Kid Cash, der hier Oberwasser riecht. Jetzt soll Eddie Guerrero ins Eck fliegen, aber da ist der Ringrichter gerade dabei, das Polster dran zu machen.
Ref hier komplett abgelenkt gerade. Brainbuster. Cover hier von Kid Cash. Er legt seine Beine aufs Seil. Hat er Ref nicht gesehen und Eddie ist verletzt. Eddie scheint sich hier verletzt zu haben. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er da wieder zurückkommt. Schaut auf jeden Fall nicht gut aus. Also gewinnt hier Kid Cash das Match mit unfairen Mitteln. Das nächste Mal ein Casket-Match zwischen Chris Jericho und Masato Tanaka. Habe ich auch noch keins gespielt. Guck mal, wie das ausgeht. Spielen wir diesmal mit Masato Tanaka. Das Match geht auch gleich los. Direkt hier Powerbomb, Triple Powerbomb von Chris Jericho. Ganz guter Weg, mal ein Match zu beginnen. DDT noch hinterher. Chop und Enzogiri. Also die nochmal eine Stufe schwerer. Irgendwie habe ich hier überhaupt keinen Auftrag, zumindest am Anfang vom Match mal nicht. Ich glaube, hier ist das große Seil. Und Tanaka auch nicht ausweichen. Moonsault trifft genau. Was der Sarg auch. Macht Jericho jetzt auf und da soll hier Tanaka auch reinfliegen. Ich noch keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und Tanaka ärgert sich jetzt auch. The casket looming over these competitors, that has to be weighing heavy on their minds, Corey. Kein Referee mit dem Ring dabei, weil es geht rein darum, den Gegner in den Sarg zu befördern und den Deckel zuzumachen. Das ist hier keinerlei Regeln. Vorarm von Jericho. Gefolgt von einem Dropkick von Tanaka. Ein Suplex außer beim Ring folgen. Kann Tanaka aber kontern. Hammerklatsch Suplex. Schlägt ihm einen Baseballschläger zu. Wirft er sogar damit. Und DDT auf den Betonboden. Lass lieber Jericho nicht zur Ruhe kommen. Meist den Ring zurück rein. Und dann muss Jericho in den Sarg rein. Mal gucken, wie man den jetzt zumachen kann. Schließen LB. Aber so schnell geht es dann doch nicht. Jericho hier nochmal rauskommen. Okay, sonst müssen wir, wie das funktioniert. Heatwave 99 haben wir hier sogar. Ring. Und auch ein Suplex oder einen Super Move, wie man da den direkt in den Sarg hauen kann, als der Deckel zufliegt. Cutter hier von Tanaka. Jericho steht direkt wieder auf. Von DDT. Jetzt auf Seil hoch. Der Elbow Drop folgen. Man kann hier Jericho ausweichen. Hat zu lange gedauert. Dieser Crossbody bringt so gar nichts. Ich glaube, der hat noch nie getroffen bei uns.
Jericho hier schon mit klaren Ambitionen hier das Match zu beenden. Ja, Whipburn. Diesmal ist es Tanaka, der in den Sarg rein muss. Versucht ihn auch den Sarg zu schließen. Und diesmal ist es Tanaka, der rauskommt. Steigt das auf das Seil. Laut Jericho gerochen. Torpedo Dropkick vom obersten Seil. Wieder gekontert von Jericho. Also ganz schön. Ein bitterer Fight hier. Wieder die Triple Powerbomb, die haben wir ganz zu Beginn des Matches schon gesehen. Und Tanaka ist erstmal out of order. Liegt er noch an, aber niemand zu Hause. Jericho schmeißt es nicht übers oberste Seil, legt ihn in den Sarg rein. Könnte es dann schon fast gewesen sein auch. Versucht die Tür zu schließen. Tanaka kämpft noch, dass er hier rauskommt. Und kann sich nochmal befreien. Dass sie hinterm Sarg versteckt und genau in dem Moment, als Jericho um die Ecke kam. Discus Punch abgefangen. An die Wars of Jericho. Und damals war es einfach nur der Lion Tamer. Da kann man ja auch aufgeben, das ist vollkommen wurscht. Tanaka tappt aus, aber die einzige Möglichkeit, das Match zu gewinnen, ist, den Gegner in den Sarg zu befördern. Jetzt geht es hier gegen den Sarg, der aber mit dazu schließt. Allerdings ohne, dass Tanaka direkt drin ist. Jetzt schaut Jericho, was unterm Ring so gibt noch. Entscheidet sich ein Sledgehammer. Wurf ein bisschen kurz. So sein von Tanaka außer vom Ring. Der kommt sofort wieder auf die Beine, der versucht zumindest. Single Leg Trip. Der Tanaka hat sich hier den Sledgehammer geschnappt. Wieder DDT im Betonboden. Jetzt ist das mit Jericho. Ziemlich out. Whipburn soll folgen, aber da muss dann Tanaka gegen den Sarg. Gleich ein weiteres Mal. Er rollt jetzt über den Sarg wieder in den Ring zurück. Nicht, was er genau vorhat. Das ist auf jeden Fall kalkuliert. Jetzt setzt ihn jetzt Jericho aufs oberste Seil, soll einem Back Body Drop folgen, der kommt auch durch. Folgt wieder ein Knee Drop direkt in den Rücken. Jetzt der riesen Whippen, der Jericho in den Sarg reinschickt. Das muss er schnell machen, um den Deckel zu schließen. Auch noch zu bald dafür. Jericho wird in den Ring zurück, aber wird direkt von einem DDT empfangen. Fistdrop geht daneben. Jetzt die Tanaka mit dem Lion Tamer.
Jericho mit seinem eigenen Move Schaden zuzufügen. Ist auch hier keinerlei Aufgabe möglich. Haben wir ja gerade schon gesehen. Einziger Weg ist eben, den Gegner in den Sarg zu befördern. Bin wir so von Jericho, auch der wird hier wenig bringen. Kein Ref da ist, der jetzt hier wirklich durchzählen kann. Da kommt der Discus Punch, kommt genau, trifft genau ins Schwarze. Jericho benommen, Whip in. Und danach versucht wieder das Match zu beenden. Gucken, ob es jetzt langt. Jericho kämpft noch eisern. Und kann hier ein weiteres Mal rauskommen. Wie lange die Geschichte noch dauert. Wieder geht's. Den harten Betonboden. Fist Drop trifft diesmal ins Schwarze. Ja, der zweite geht dann daneben. Jetzt hier Headbutt gegen die Kante vom. Und dann Whippen, dann fliegt Jericho in den Sarg rein. Hier ist auch so zum Zumachen. Jericho wieder verzweifelt, wehrt sich hier und kommt wieder raus. Tanaka etwas verzweifelt, was soll ich hier noch machen? Schon alles probiert. Jericho ist auch vom Kampf gezeichnet, blutet bereits. Der erste Schulstart kann er noch ausweichen, der zweite trifft dann voll ins Schwarze. Und der Lion Tamer. Single Boston Crab. Ja, den Move ewig durch. Kommen wir aber nicht raus, wirklich. Aber jetzt können wir uns rauswinden. Natürlich der Schaden schon entstanden dadurch. Jetzt wieder Gut-Wrench Powerbomb außerhalb vom Ring. Das ist der Blue Thunder Bomb. Der Whippin, wieder geht's für Jericho in den Sarg. Oder jetzt vor. Funktioniert das? Ja, funktioniert nicht. Warte. Komm hier raus. Ja. Hallo. Jetzt geht es aber mal, okay. Wieder seinen Sarg zu schließen. Und wieder kommt Jericho raus. Oh, langsam wird es nervig. Was kannst du überhaupt? Ja. Ich bin jetzt hier von Jericho. Ist ja aus dem Nichts.
Auch der versucht jetzt hier irgendwas Besonderes. Rennen beide gegeneinander. Clothesline. Mach's gerade auf. Jetzt hier folgen. Schöne Combo. Wieder gestern den Discus Punch. Schau, ob das jetzt endlich langt. Nein. Jack wieder am Kämpfen. Tanaka drückt dagegen. Oh, Leute. Geht sich meiner Meinung nach schon viel zu lang jetzt. Mal kurz einen Break gemacht, aber ist ja keiner hier entscheidenden Vorteil gehabt. Jetzt hat Jericho eigentlich gute Chancen, aber macht hier keine Anstalt, den Sarg so zu machen. Jetzt dann doch mal. Und jetzt der Sarg zu damit. Chris Jericho in diesen, ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert fast, das Match. Ich habe sowieso alles rausgeschnitten. Ist dann hier am Ende doch der Sieger. Ganz schön gezeichnet vom Match. Weiter geht's mit unserem Tag Team Titelmatch. Die Eliminators, unsere amtierenden ECW Tag Team Champions, gegen die Nummer 1 heraus, die Public Enemy. Die hätten eigentlich schon bei der letzten Folge ihr Match bekommen sollen, aber kam noch nicht zustande, keine Ahnung warum. War dann Chris Candido und Super Crazy. Aber jetzt haben wir hier unser lang erwartetes Tag Team Titelmatch auch endlich im Ring. Bummer Slam von Saturn gleich. Kann aber ein bisschen früh sein. Man kann es ja versuchen. Heel Kick. Wippen in die Ecke. Und der Tag zu Johnny Grunge. Double Team Move, Double da. Back body drop. It's moves like that, moves that show true teamwork that just might end up turning challenge. Big splash. Jetzt hier Johnny Grunge mit dem ersten Cover. Auch da. Kommt es ja dann recht früh raus. Ja, oder ob die daneben. Achso, da müsste schon was einmal wechseln. Ben. Auch drunter ab. Alexander Blue auf den Rücken gefolgt von einer Clothesline, die dann Saturn niederstreckt. Hier geht's in die Ecke. Wieder Tag zu Rocco Rock. Oh, gerade mal gerade schon gesehen. Dann kann der Tag folgen. Hier von Saturn zu John Cronus. Black Body Drop nachsetzt. Und jetzt frisch ist auch. Der Tag zu Johnny Grunge. Soll das hier berichten. Aber der schickt immer so aus der Seite. Also Rocko Rock muss dann auch vom Apron runter. Jetzt kommen wir jetzt hier. Oh. Und
natürlich die Überzahl hier gerade bei der Public Enemy. Saturn bleibt brav auf seiner Seite. Referee zählt natürlich aus, sind wir schon bei 5. Sind beide wieder zurück im Ring. Mit der Big Splash von Johnny Grunge. Nächstes Cover aber auch hier nur bis 1. Da will ja Johnny Grunge auf Saturn einschlagen, aber der fängt ihn ab. Ganz übernimmt dann Rocco Rock. Auch der muss dann erstmal raus. Crown ist gerade der einzige Mann im Ring. Mich wundert, dass es ein normales Match ist und keine Sonderklausel hat irgendwie, weil das ist eigentlich schon verdient gehabt nach der ganzen Geplänkel die letzten Wochen. Ein Sleeper Hold hier von Kronos aus dem Nichts ein bisschen. Dann kann Johnny Grunge noch kontern. Saturn ist mittlerweile wieder auf seinem angedachten Platz. Allerdings von Rocco Rock, der steht noch in der Ecke. Johnny Grunge will es auch wechseln, aber da ist niemand. Johnny Grunge auf der anderen Seite gelingt der Tag. Was machst denn du da hinten? Spinebuster, oh, fast schoss im Nichts. Und Johnny Grunge muss hier schlägt die Kronos zu. Rev macht aber auch keinen Anschein dazwischen zu gehen. Natürlich ist Rocco Rock komplett im falschen Eck eigentlich. Und Powerbomb war fast schon zu nah an Kronos, da wird Saturn schneller wechseln können. Johnny Grunge entscheidet sich aber für den Pin-Versuch. Oh, dementsprechend auch schnell unterbrochen von Kronos. Jetzt zieht hier Live Rocco Rock Johnny Grunge in den Ring, John Kronos in den Ring rein. Auch jetzt hier Johnny Grunge mit dabei. Coverversuch. Seil ist, Bein ist unterm Seil. Aber der Ref ist hier wirklich nicht ganz auf der Höhe. Ein Double Team Move nicht unterbunden. Wie du das nicht gesehen hast, das Bein von Saturn auf dem Seil liegt. Big Splash, der geht daneben. Spinebuster auf der anderen Seite. Der Coverversuch. Keine Anstalten von John Kronos, hier dazwischen zu gehen. Und so sind die Public Enemy unsere neuen ECW Tag Team Titelträger. Warum Kronos da gar nicht dazwischen kam, keine Ahnung. Nach dem Spinebuster, der hat dann bis 3 gereicht. Der Kronos keinerlei Anstalten. Mit Titelwechsel hier bei Heatwave. Das nächste Match wäre auch ein Sarg-Match gewesen. Habe ich jetzt mal eingegriffen, habe da aus dem Sarg-Match ein Leiter-Match gemacht. Wir haben Rhino, unser ECW Television Title Champion gegen den Sandman. Wir nehmen Rhino. Der hat sich den Titel ja nur durch den Pass-Count im Special Referee Match von Roadkill geholt.
Da gab es noch keine Auflösung, warum genau hier Roadkill da so den schnellen Count gemacht hat. Aber jetzt haben wir mal ein Leiter-Match hier. Titel hängt schon über den Ring. Sie haben danach noch eine Chance gehabt, in einem Five-Way-Gauntlet seinen Titel zurück, oder zumindest die Chance, auf den Titel zu haben. Allerdings ist er schon am ersten Mal gescheitert an Kid Cash. Da war dann schon Frühschluss. Jetzt also hier Leiter-Match. Rhino gegen den Sandman. Regeln sind auch ganz einfach, man muss nur den Titelgürtel, der über dem Ring hängt, abhängen, den man leider aufbaut. Warte jetzt hier, sind wir noch ohne wirkliche offensive Aktion. Zarter Whippen in die Ecke. Kann sich immer zumindest Sammy kurzfristig den Rhino vom Hals halten. Short am Clothesline und da dreht sich Rhino einmal in der Luft rum. Single Trip, aber wenn er auch kontern. Harte Clothesline. Dann geht jetzt nach außen. Und holt ihn eine Leiter und im Ring vor. Man, es stehen drei draußen, also könnte man auch sagen, wir beide haben schon die gleiche Idee. Harten Whip hier direkt gegen die Leiter, die macht keinen Mucks, bleibt so stehen, wie sie war. Jetzt hier folgen. Suplex. Sandman steht direkt wieder aus, absolutes No-Selling hier vom Sandman. Sandman schmeißt jetzt hier den Rhino aus dem Ring raus. Das ist natürlich so Zeit, die Leiter aufzubauen. Aber da ist Rhino schnell wieder zurück. Leiter fliegt um. Rhino erklimmt jetzt die Leiter zum ersten Mal. Greift nach dem Gürtel. Oder nimmt das Sandman einfach die Leiter weg. Und Rhino hängt so nur noch am Gürtel dran. Als Piledriver vom Sandman. Und Rhino erstmal außer Gefecht gesetzt. Ja, Sandman macht das hier nicht die Anstalten. Die Leiter aufzubauen, hätte er vielleicht machen sollen. So ist dann Rhino auch schon auf den Beinen. Whippen, voll folgen, aber da muss Rhino krachen gegen die Leiter, die im Eck steht. Und jetzt baut er Sammy tatsächlich die Leiter auf. Und versucht hier seinerseits nach dem Gold zu greifen. Rhino kommt langsam wieder zu sich. Der hat jetzt ebenfalls die Leiter hoch. Der Schlagabtausch auf der Leiter oben. Und der Sandman muss nach unten. Die große Chance für Rhino, den Titel abzuhängen und so seinen Champion-Titel zu verteidigen. Und das gelingt auch. Rhino bleibt ECW Television Champion.
Damit sind dann erstmal wieder andere Herausforderer an der Reihe. Ja, damit machen wir mit der Folge erstmal einen Break und machen dann die nächsten Folgen in Woche 2. Bleiben noch drei Matches übrig. Einmal haben wir ein FTW Rules Match um den FTW-Titel zwischen Jerry Lynn und Sabu. Dann der Damen-Titel zwischen Luna Vachon, Dawn Marie und Lita und im Main-Event Rob Van Dam gegen Mike Awesome, der Abschluss der Fehde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Sau bleiben. Ciao.